Das war der peinlichste Moment in meinem Leben, das sagt Silvi Mais. Sie ist eine erfolgreiche Moderatorin und gleichzeitig auch ein Model und in Deutschland aus zahlreichen TV-Shows bekannt. In einem Podcast hat sie über ihre Begegnung mit dem Rapper der 187 Straßenbande gesprochen. Der beliebte und bekannte Rapper Bones MC wollte unbedingt Silvi näher kennenlernen. Deshalb hat er immer wieder nach einem Date mit ihr gefragt. Aber bis heute hat das Ganze nie so wirklich geklappt und wahrscheinlich steht sie einfach nicht auf ihn. In einem Interview sagt Silvi nun: Da war ich beim Basketball, ich sitze in der ersten Reihe, gucke nach rechts und sehe eine Gruppe Männer. Viele Leute kommen zu mir und wollen Selfies machen. Viele sind aber auch aus dem Häuschen bei dieser Gruppe Männer. Ich sehe da einen großen Mann sitzen und sage ihm: Ich habe gehört, ihr seid Rapper. Er antwortet: Ich habe dir doch geschrieben, ich bin's, Bones. Das war einer der peinlichsten Momente meines Lebens. Oh wei, ob Silvi das nochmal passiert, ist ziemlich fraglich. Denn inzwischen denken sehr viele sogar, sie sei die Neue von Bones. Dies wurde allerdings noch nie bestätigt. Und ob da überhaupt was dran ist, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber was denkt ihr eigentlich zu dem Thema? Glaubt ihr, die beiden haben was miteinander? Oder ist er einfach nicht Silvis Typ? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben.